Visite der besonderen Art in der Landshuter Kinderklinik St. Marien. Dr. Rosa Socke und Dr. Heinz Pippo behandeln die Kinder auf ihre Weise. Denn die beiden sind Klinikclowns. Im Zimmer von Ali und Alexander versucht Socke, das Krankenbett zu reparieren. Pippo mimt den Moderator einer Fernsehshow. Herzlich willkommen bei Problemlösen leicht gemacht. Heute haben wir eine Spezialsendung Bett kaputt, was nun? Wir begrüßen Sie heute im Studio mit einem großartigen Applaus, Socke! Kannst du mal wirklich Pippo? Sorry, ich bin der Moderator von der Sendung. Ich will dich helfen. Das ist wirklich was. Ich habe keine Ahnung vom Fernsehen. Ich habe leider auch keine Ahnung vom Betten, Pippo. Das müssen wir unbedingt schneiden, dass wir nicht gleich sind. Hallo. Und wie finden die Patienten die Clownsvisite? Gut. Hinter den roten Nasen stecken Felix Neuenhoff und Mira Neumeier. Die beiden treten seit 15 Jahren gemeinsam als Klinikclowns auf. Mira ist ausgebildete Schauspielerin und Puppenkomödien. Felix arbeitet als Musiker und persönlicher Assistent eines Schwerbehinderten. Das alles kommt ihnen auch bei der Arbeit als Klinikclowns zugute. Für mich bringt ja ganz viel wirkliches Glück in der Arbeit. Weil es ganz schön ist, wenn man den ganzen Tag auf Empathie fokussiert. Es sind ganz viele wertvolle Begegnungen. Also ich finde es eine ganz beglückende Tätigkeit. Die beiden gehen eine Liste mit Patienten ab, die sie besuchen dürfen. Aber zwischendurch gibt es auch mal spontane Show-Einlagen. Auf der ambulanten Station treffen die Clowns Lorenz und seine Mutter. Ich habe gerade einmal Stress gehabt, weil wir sind viel zu lang unterwegs. Ich muss seit längst schon im Büro sitzen, der Lorenz muss seit längst in der Schule sitzen. Und das war jetzt nicht schlecht. Wir haben heute noch nicht viel gelacht gehabt, gell? Jetzt schon. Im nächsten Zimmer ist die Stimmung nicht so ausgelassen. Hi, ich bin der Pippo. Hallo. Ich bin Schnee. Die Seifenblasen. Mich mit und wir fliegen dann ein Stück. Mann, wär das verrückt. Hey, es wär mein Glück. Irgendwann kann auch die kleine Selina wieder lächeln. Mit schwierigen Situationen müssen Socke und Pippo im Krankenhaus immer rechnen. Wir versuchen dann ganz vorsichtig reinzugehen, haben so ein paar Tools, die ganz harmlos sind, die fast immer als harmlos auch aufgenommen werden. Sowas wie Seifenblasen, eine Handpuppe und Musik. Und schauen halt, wie die Reaktion ist und dass wir wirklich ganz leise, mit leisen Tönen dann versuchen, da das Vertrauen wieder aufzubauen und meistens gelingt es. Den Kindern ein Lächeln schenken und sie für einen kurzen Moment von ihren Schmerzen und Ängsten ablenken. Dafür schlüpfen Mira und Felix jede Woche in ihr Clownskostüm. In einem Zimmer, wo vielleicht mal Remi Demme sein muss, wo ein bisschen Power drin ist, da machen die wirklich viel Spaß und Unsinn. Aber sie sind auch in der Lage, bei einem Patienten, der vielleicht Schmerzen hat, eher ruhig das Ganze anzugehen und sehr behutsam auf das Kind einzugehen. Und das ist unendlich viel wert und zeigt auch von großer Erfahrung, die beiden haben. Also die zwei sind Highlights, das sind sie wirklich.